ohne Alarm auslösen. Das ist ja doof. Dann sollte ich da wahrscheinlich nicht so rein. Nicht durch die Vordertür. Oh, hier ist nichts offen. Das sah so aus, als wäre hier was offen. Mal gucken. Wir können ja zumindest mal die Leute markieren, die wir schon gefunden haben. Okay. Warum? Ich habe nicht auf irgendeinen Knopf gedrückt. Außer WASD und D. Nein, falsch. Ich wollte sie nicht überleben. Ich bin ein Superhacker. Ich habe, glaube ich, nicht markiert. Schlag zu! Im Untergeschoss, okay. Okay. Du bist, glaube ich, alarmmäßig nicht tot. Hahaha. tot ohne Alarm, so. So, wie komme ich jetzt hier am besten rein? Bei den Einzelnen könnte ich eigentlich auch noch mal erledigen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Was haben wir denn hier? Den direkten Abgang. Haben wir den Ausgang, sehr gut. Hier sind schon ein paar Kameras. Irgendwelchen Schrott mitnehmen. Das ist die Kamera, glaube ich, mit der ich gearbeitet habe. Bist du roh? Ja. Das bin ich. Ich soll dich hier rausholen. Kannst du gehen? Mädel. Ich habe 34 Kämpfe unter dem Gürtel. Das ist nicht mein erstes Grün-Blau. Gib den Startschuss und ich folge dir. Okay, dann steh auf. Zeit abzuhauen. Bin direkt hinter dir. Aber wenn wir Ärger kriegen, kann ich dir nicht helfen. Nee, das ist okay. Nicht in diesem Zustand. Brauchst du nicht. Dafür werde ich bezahlt. So, den Verhörabschnitt wollte ich noch mitnehmen. Nein.
So. Automatische Abschrift. Wo steckt Coolidge? Drinnen. Wo drin? In deiner Mami. Du bist witzig. Schmerzensschrei. Ich frag dich doch mal, wo zur Hölle ist er? Warte. Ich muss das eben checken. Yep. Immer noch in deiner Mami. Das reicht. Nicht mehr witzig. Hm? Reden wir. Wo ist Coolidge? Lass meine Mutter aus dem Spiel. Okay, ich rede. Schlau. Also, jetzt steckt er im anderen Loch. Kleiner Wichser. MMA-Turnier. Alles ist erlaubt. Racy, der Executor, Patrick Coolidge. Reinkommen, wetten, gewinnen. Blut und Adrenalin garantiert. Kommst du hinterher? Ja, komm. Kommst du? Ich hätte vorher checken sollen, ob hier noch jemand ist. Ja, hinterher ist immer gut. Ah, wir sind noch drinnen. War doch noch der... Wo ist er hin? Egal. Wenn er weg ist, ist er weg. Das wäre erledigt. Mach besser einen Abgang. Erledigen wir das endlich. Jetzt fängt er an zu humpeln. Ist okay. Sweet Clean Speed mal 2. The Wild. Ja. Eine Zigarre, die man direkt haben möchte. Ist das eine Zigarre? Ich hoffe, es ist eine Zigarre. Oh, danke. Ab hier komme ich alleine klar. Daran zweifle ich nicht. Hey, sag mal, wer hat eigentlich die Eddies geblecht, um mich rauszuholen? Ja. Massidev, er wusste, du würdest nach seinem Ding in der Klemme stecken. Das sieht ihm ähnlich. Erst reitet er mich in die Scheiße und dann zieht er mich raus. Weiß nicht, ob ich ihm ins Gesicht rotzen oder danken soll, wenn ich ihn jetzt treffe. Wäre für euch beide besser, wenn ihr euch nie wiedersehen würdet. Niemals. Genau das. Du bist echt korrekt. Lass dich von dieser Stadt nicht verschlucken. Oder sorg wenigstens dafür, dass sie dich nie vergisst. Wie läuft's immer auf das Gleiche raus, wa? Hab gehört, dass Roh in Sicherheit ist. Ich bin beeindruckt. Was das sonst? Hast du wie ein echter Profi erledigt. Eddies sind schon unterwegs. Ja. Was hast du denn sonst erwartet? Oh, deine Belohnung. Okay. Warum so weit weg? Warum immer weit weg? Kriegen wir vielleicht jetzt Boxhandschuhe, mit denen wir nie verlieren? Das wäre geil. Oh, ich muss da oben hoch. Na dann. Dann sollte ich vielleicht da oben hoch. Also die Ausrüstung rechtzeitig. Ja, lass mich durch. Danke. Die habe ich nicht gerechnet. Ja.
sollte das nächste Mal eher erst die Gegend sondieren, dann rausfinden, was Sache ist. Na ja, gut. Hat funktioniert. Auf eine schrecklich falsche Weise. Was hast du? Nee, die Schatten. Die interessieren mich nicht. Ach, die lässt sich auch lieben. Da haben sie ja fein hinbekommen. Ja. Ich wollte nur meine Belohnung holen. Sind das jetzt 16 von 23? Alter. Ah, es wird doch mal irgendwann weniger werden, hoffe ich. Das war halt da. Fährt ja einfach, wenn grün wird. Was soll denn das? Hält er sich einfach in die Straßenverkehrsoption? Und arbeitet mit Söldnern zusammen. Detailsanwalt. Kleptomanie. Der Klient ist Aaron McCarlson, Sergeant beim SCPD. Hat mal für mich als Berater für die Show Cops and Chaps gearbeitet. Wir liefern 8 Staffeln lang. Nice. Jetzt wieder einen Gefallen einlösen. Aaron ist schon eine Weile lang hinter Maelstrom her. Meint, er hat eine Lagerhalle ausfindig gemacht, in der sie Leute foltern. Aber du weißt ja, wie das für Bullen ist. Das Gesetz schmeißt ihnen einen Haufen Papierkram entgegen. Also müssen sie kreativ werden, wenn sie irgendwas erreichen wollen. Natürlich ist sich Aaron darüber auch im Klaren. Statt auf das Okay von einem Richter zu warten, möchte er die Hilfe eines Dienstleisters in Anspruch nehmen. Der Auftrag ist einfach. Geh in die Lagerhalle, Koordinaten anbei, beschaffe die Aufnahmen von Sicherheitskameras und bring sie zu Aaron. Das sollte reichen, um den Fall bei Gewicht zu verleihen. Und wenn du nebenbei ein paar Maelstromer abknallen musst, sagen wir einfach, niemand wird sie vermissen. Na, das geht doch. Das kriegen wir hin. Geben wir dem da oben mal ein bisschen Spaß. Mal sehen, was da passiert. Moment, ich muss nachladen. Shit, Eigenbeschuss! Ja, ich glaube, ich habe jemanden erwischt, der gar nicht mal so schlecht ist. Du Drecksfotze! Oh. Ja. Hilf mal ein bisschen. Niemand wird sie vermissen. Einfach hacken und warten. Oh,
Bam, 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 bam. Okay, ich glaube, die haben jetzt nicht so viel dabei. Scheiße, was hast du da getan, du Fuscher? Was? Dein Schmerzeditor funktioniert nicht. Mein Kopf tut so weh, dass ich mir gleich die Optik rausreiße. Wenn ich dich finde, schneide ich dich mit deinem eigenen Skalpell in zwei Hälften. Versuch das Implantat zuerst zu booten mit dem Befehl Run Editor. Oh ja, hat funktioniert, sorry. Gern geschehen. Ach ja, und dein nächster Eingriff kostet das Doppelte. Ajo. Wie man die Preise in die Höhe treibt. Hat hier jemand Aufnahmen gesehen? Oh, die Defender. Nicht, dass ich sie großartig verwenden werde, aber... Ich nehme sie mal mit. Sie hört sich gut an. Auch wenn sie normal gewöhnlich ist. Ich glaube, sie ist nicht gut. Also sonst noch irgendwas, was ich hier mitnehmen möchte? Ja, Missing Ohr, ganz wichtig. Nein, Haken habe ich jetzt gerade keine Lust. Schmerzeditor und die Sterblichkeitsrate. Einführung. Das Implantat ist weiterhin bekannt als Schmerzeditor. Ist Cyberware, die Schmerzen reduziert oder sogar völlig eliminiert. In gewissen Kreisen von Night City erfreut sich freut es sich seit Jahren ungehemmter Beliebtheit. Schmerzen ungehemmt, verstehe ich. Vor allen Dingen bei Söldnern. An dieser Testgruppe führt Zetatech-Tests mit folgenden Resultaten durch. Der Schmerzeditor ist ein neuraler Koprozessor, der die Signale der Nozizeptoren an den Parallellappen des Gehirns unterdrückt und beim Nutzer den so Schmerzfreiheit evoziert. Hinweis, einige Modelle reduzieren außerdem Müdigkeitssymptome. Oh, das wäre geil. Die vorteilhaften Effekte des Schmerzeditors ähneln in gewisser Weise den Symptomen der Hypostasie. Zu besserer Widerstandsfähigkeit gegen körperliche Folter sowie die Fähigkeit für Wunschschmerz zu ignorieren, um vorübergehend in der Lage zu sein, die Grenzen des Menschseins auszuweiten. Allerdings zeigt einige Studien, dass der Schmerzeditor eine Reihe unerwünschter Nebenwirkungen hervorrufen kann. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass der Nutzer im Eifer des Gefechts nicht bemerken, wie schwer sie verwundet sind, so dass sie weitermachen, obwohl sie dringend medizinische Versorgung benötigen. Die Statistik bestätigt zudem die Theorie, dass die Verstärkung durch den Schmerzeditor dazu führt, dass Benutzer weiterkämpfen, obwohl die irrationale Entscheidung, um den Tod zu entgehen, ein Rückzug wäre. Seit 2020 liegt die Sterblichkeitsrate bei Schmerzeditorbesitzern bei über 60%. In diesem Bericht befasse ich mich mit der Frage, wie man Zetatech-Kunden besser vor einem vermeidbaren Tod durch unsachgemäßige Anwendung des Schmerzeditors schützen kann. Ja. Das wäre auch einfach gewesen. Ach ja, ich muss das Ding ja noch jemanden bringen. Ah, 350 Meter, okay. Und runter dann. Quick-Hack-Erfahrung sammeln. Oh. Und wieder ein paar Milestone umgekippt. Subnormale Idioten. Jetzt. Gefälschte Dokumente, die lassen sich alle auseinandernehmen. Bin mal lieber AFK, alles klar, Blacky, dann bis gleich. Die haben es garantiert auch verdient. Die haben Van Tans geklaut.
So, wo ist denn unser Klient? Ich sollte die Treppe nehmen, wenn ich hoch will, oder? Aaron, wie hier. Ich hab die Aufnahmen. Oh, wie? Ich dachte, du wärst einer von diesen Irren von Serenity Bible. Komm rein. Und? Gab's irgendwelche Probleme? Alle aus der Welt geschafft. Wie immer. Du bist echt hart wie Stahl, hm? Nur so überlebt man da draußen. Okay, jetzt gib mir schon die Aufnahmen. Na los, keine Müdigkeit vorschützen. Diese Aufnahmen sind für irgendeine Untersuchung, oder? Mhm. Dreckiges Ding, ich sag's dir. Aber dank deiner Hilfe kann ich das voranbringen. Na dann. Hier, bitte sehr. Nicht schlecht. Ich werde allen sagen, dass du gute Arbeit leistest. Da es von mir kommt, wird dir das echt was bringen. Wird es bestimmt. Bis dann. Ja dann. Das ist also Aarons Gebäude, alles klar. Dann sollte ich mich vielleicht hier mal ganz kurz umgucken. Was gibt's denn hier oben noch? Warum tust du das, Schätzchen? Du hast so viel Talent. Eine Box. Ist das super?